So Leute, es geht weiter mit der Story. Und ja, damit ich nicht was Spezielles vergesse, müssen wir uns nämlich noch was holen. Und warum sollten wir denn unsere wertvollen Rubine verschwenden, wenn wir uns wieder die 100 Rubine holen können? Yes, genau. Wir müssen nämlich ein Goronenfass oder Bombenfass uns beschaffen, weil das bräuchten wir später. Und damit wir nicht nochmal zurück müssen und nicht immer wieder diese Sequenzen und habt ihr nicht gesehen, mache ich das jetzt mal ganz kurz. Das geht ja sowieso schnell, wisst ihr ja auch. Aber ich finde das geil gemacht, dass es einfach diesen Weg hier gibt. So, wer kommt denn da bitte schön drauf? Einfach genial. So, gut, dann haben wir jetzt auch schon das, was wir haben wollten. Gut, dann machen wir uns jetzt auf den Weg in den Shop. Am besten als Corona, ey. Mir ist das zu öde. Das ist zu lahmarschig. Außerdem sind wir sowieso der schnellste Goron aus ganz Unruhstadt. Haben wir ja bewiesen, sonst hätten wir ja nicht den Goldstaub erhalten. Ja. Ja, das wollte ich eigentlich nicht, aber okay. Stimmt, ich kann euch jetzt auch mal einen anderen Laden zeigen. Den habe ich euch noch nicht gezeigt. Fällt mir gerade so ein. Oh, wer hätte das gedacht? Du bist ein Goron. Also solltest du auch in der Lage sein, ein Pulverfass zu tragen. Ein Pulverfass kostet 50 Rubine. Wie wär's? Ja, jetzt haben wir wieder das Pulverfass. Pulverfässer, die mein Lehrer hergestellt hat, sind äußerst durchschlagkräftig. Wenn du wieder welche brauchst, besuche ich jederzeit wieder. Verstanden. Machen wir auch. Zurzeit haben wir andere Sorgen, denn wir müssen uns erstmal eine neue Maske besorgen. Yes. Dafür müssen wir nach Ikana Canyon. Oh, ich sehe, wir haben immer noch nicht vom Dämmerwald die Karte. Was mich schon wundert. Die könnte man sich ja eigentlich krallen. Oh, ich habe euch jetzt nicht den Shop gezeigt, der nebenan ist, ne? Ach, kommen wir noch zu. Es ist jetzt nicht der Rede wert. Ist jetzt nicht so schlimm. Da müssen wir auf jeden Fall nochmal hin. Also auf alle Fälle. So, was ich cool finde, ist, dass hier immer diese Büsche sind, dass da verschiedene Sachen drin sind. Wie Bomben, Pfeile, Magie. Alles, was ein Zelda-Herz höher schlagen lässt. Wahrscheinlich auch wieder eine Fee. Ja, toll, bin ich... Zack, jetzt haben wir auch schon zwei Stück. Uns fehlt sogar nur noch ein Glas oder eine Flasche. Ja, die Flasche, die kriegt ihr... Obwohl, bekam man da ein Herzteil? Ich glaube schon, aber da bekam man, glaube ich, aber auch die letzte Flasche. Glaube ich zumindest, dass es da war. Da ihr habt gehört, dass Navi wieder anspricht. Ach, Taya meine ich. Die heißt ja nicht Navi. Und ja, ihr seht, hier sind Mumien. Ah, Mann. Die dieselbe Fähigkeit haben wie diese Zombies aus dem Vorgänger. Die können euch für kurze Zeit mit ihrem Schrei fesseln und ja, dann... Wollt ihr gar nicht wissen, was passiert. Höhle der Quelle. Aufgrund diverser Geistererscheinungen ist der Zutritt untersagt. Tja, dann werden wir jetzt mal aufmischen, den ganzen Mist hier. Ihr werdet auch sehen, warum. Ja, das hier ist der Bruder von dem einen Geist. Ja. Was hast du im Königreich von Ikana zu suchen? Dieses Land gehört uns Geistern. Dies ist kein Ort für jemanden, der so voller Leben ist wie du.
Oder willst du etwa in unsere Reihen wechseln? So soll es sein. So schlafe sanft zur Melodie der Schatten, die Dur, der große Komponist nun anstimmen wird. Und sei willkommen im Reich der Toten. So, hier verliert ihr die ganze Zeit Energie. Aber ihr müsst das Regenlied spielen, was ihr vom Bruder erlernt habt. Das ist nämlich das Wichtige daran. Und jetzt werdet ihr sehen, was passiert. Was ist das? Dieses Lied? Nein, das kann nicht sein, dieses Lied. Ja, der hat nicht mehr alle Latten dicht. Und das sieht man auch gerade. Und ja, die Quelle verändert sich. Und das Wasser steigt. Das heißt... Ja, was heißt es wohl? Ihr werdet sehen, was passiert. Genau, das Wasserrad wird angetrieben. Und diese Melodie bewirkt etwas ganz Bestimmtes. Denn die Untoten können das nicht verkraften. Und so, ja, verziehen sie sich auf einmal. Wie krass sie das einfach auseinander nimmt, diese Melodie. Krass, wie die das in Szene setzen. Also so schrecklich ist die Mucke jetzt auch wieder nicht. So, jetzt passiert was. Habt ihr gehört? Die Tür hat sich geöffnet. Oh yes, weil vorher war sie verschlossen, wir konnten nicht rein. Moll, mein geliebter Bruder, vergib deinem närrischen Bruder, der davon träumte, das Königshaus könne wieder auferstehen. Du, der die Toten nicht fürchtest. Durch das Lied meines Bruders hast du den Fluch gebrochen, der auf mir lag. Dank gebührt dir. Wir Toten sollten nicht in der Welt der Lebenden verbleiben. Es war alles nur ein Trick des Maskierten, der die Dinge in Aufruhr versetzte. Ihr wisst, wer der Maskierte ist, ne? Horror Kid. Doch zeigst du wahrscheinlich keine Furcht vor den Toten. So gehe zum Tempel in diesem Land und bekämpfe die Wurzel des bösen Fluchs, der uns so quält. So höre nun. Ich, der Einzige, der den Weg in den Tempel hinein kennt, werde dich zum König entsenden. Der König wartet in den Ruinen des Schlosses auf das Eintreffen des einen, der den Fluch brechen wird. So lautet meine letzte Bitte. Ja, jetzt wisst ihr Bescheid. Ich glaube, jetzt heilt er sogar einen, wenn man da drin verweilt. Nee? Krass. Wisst ihr, Leben zieht das ab, aber heilen tut das nicht. Tja. Egal, wir haben zwei Feen. Und die besseren Herzen. Was soll noch passieren? So, jetzt kommt etwas sehr Witziges, was wir machen müssen. Ihr hört ja die Mucke, ne? Boah, war das gerade am Hängen, ey. Krass. So, denn... Ihr seht da unten ein Mädchen. Dieses Mädchen... Müssen wir beobachten. Ich weiß, es ist nicht gerade das, was man so machen will oder wie auch immer. Aber es ist leider so.
Denn es muss weit genug vom Haus entfernt sein, damit wir uns reinschleichen können. Denn uns passiert Folgendes, es läuft rein und wir können nicht rein, weil die Tür abgeschlossen ist. Ich weiß jetzt nicht, ob wir uns hier so nähern dürfen. Aus einer gewissen Stelle oder Position habe ich sie immer beobachtet, normalerweise. Ich weiß nicht, ob das von hier gut genug ist. Ich hoffe mal, dass sie gleich einen Abgang macht. Ja, und dann nerven mich auch noch hier diese scheiß Vögel. Ja. Haust du so langsam ab? Oder wie lange müssen wir hier noch warten? Ach ja. Normalerweise könnte ich ja die Zeit doch auch mal verlangsamen. Das wäre gar nicht mal so verkehrt. Ich glaube, das tue ich jetzt auch einfach. Gut, dann verlangsamen wir erstmal die Zeit. Das sollte auf jeden Fall hilfreich sein. Zack, 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 zack. Gut. Ja, ich hoffe, sie bewegt mal langsam ihren Arsch. Ich würde sagen, wir gehen da mal runter und beobachten die von einer anderen Stelle. Das wäre nämlich fies, wenn das Ganze dann nicht klappt. Oh Mann. Zwar kann ich hier nichts sehen, aber ich spüre den kalten Hauch des unsagbar Bösen, der uns umgibt. Hast du denn keine Maske, die das Ungesehene sichtbar macht? Ja, ja, das habe ich ja damit gemeint gehabt. Das war jetzt eigentlich nicht mit Absicht. Ich habe mir nur gedacht, komm. Scheiß Vieh, Alter. Ich habe mich erschreckt wegen dir. Ich meine sogar, wir müssen von hier irgendwie beobachten. Dann haut sie ab. Boah, damit uns das nicht nochmal passiert. Kann ich ihn abknallen? Ah, der ist weit weg. Ja, ich versuche mal hier zu stehen. Normalerweise geht sie nämlich geradeaus. Ich hoffe nicht, dass sie in unsere Richtung geht. Wenn doch, dann... Ja. Ja. Was soll ich dazu sagen? Ich guck mal lieber mal ab und zu, ob dieser Vogel hier nochmal vorbeikommt. Ich kann mir nämlich vorstellen, dass er uns nämlich dann gleich wieder angreifen wird. Boah, wie lange bleibt die denn da? Komm Mädchen, hau ab. Geh weg. Oder müssen wir uns das erst reinziehen, dass sie dann reinflüchten will? Boah, ihr habt vielleicht Nerven. Vielleicht haut sie ja noch ab. Wer weiß. Ich kümmere mich so lange um Tingels, wenn ich ihn treffen würde. Boah, ich habe noch ein bisschen Husten. Ich bin noch irgendwie ein bisschen erkältet, aber es macht nichts. Nanu? Grüne Kleidung, weiße Fee, mein Herr, seid ihr vielleicht eine Waldfee? Du liebe Güte, ich heiße Tingels, mein Herr. Ich denke, ich bin genau wie Sie eine Waldfee. Obwohl ich bereits die 35 erreicht habe, ist mir glücklicherweise noch keine Fee erschienen. Vater sagt, ich solle mich mein Alter entsprechend verhalten, aber weshalb? Ich sage es Ihnen, Tingels selbst ist eine wiedergeborene Fee. Solange ich hier stehe und auf meine eigene Fee warte, helfe ich meinem Vater, indem ich die Karten verkaufe. Glückspilz, Glückspilz, Sie müssen überglücklich sein, eine Fee zu haben. Genau, genau, wir sollten Freunde werden. Ja, ja, als Zeichen meiner Freundschaft gewähre ich Ihnen einen Sonderpreis für meine Karten. Wollen Sie eine von Tingels Karten kaufen? Unruhestadt haben wir, Felsenturm. Haben wir, glaube ich, auch, ne? Ja, haben wir. Ich dachte, er verkauft uns den Dämmerwald, aber nein, der Pisser macht das nicht. So, ich habe jetzt keine Geduld mehr. Ich gehe jetzt einfach zu der einen. Und ja, seht selbst. So, sie hat sich verkrochen. So, jetzt werde ich hier warten. Denn irgendwann muss sie rauskommen. Und der Vogel ist auch Geschichte.
glaube, man muss die Melodie wenigstens noch hören, damit sie rauskommt. Ich höre sie nur ganz leise und sanft. Ah, genau. Ich habe die Stelle entdeckt, wo ich mich immer versteckt habe. Ich hoffe, da werden wir das jetzt endlich regeln. Genau, hier in dieser Spalte. Ich glaube, da war es eigentlich quasi am besten. Ich glaube, das ist auch extra dafür gemacht. Denke ich mir mal. Ach ja. Dieses Warten. Es widert mich an. Oh Mann, und dann diese Mucke. Wann kommt die kleine Göre denn raus? Raus, raus, kommst du raus? Wie lang, bitteschön, sollen wir noch chillen? Na, was passiert? Wenn... Ah, endlich! Geht doch! Boah. Wahrscheinlich musste man eine Stunde warten oder so. Da, sie geht jetzt nämlich den anderen Weg, glaube ich, so wie es aussieht. Und dann können wir uns nämlich reinschmuggeln. Und dann sollte ich ein Safe State machen. Ja, komm. Geh weiter weg. Ich habe keinen Bock. Wo ist sie? Ist sie aus dem Sichtfeld? Ich sehe sie nicht mehr. Ach so. Boah, krass, ist sie weit weg. Endlich, Leute. Endlich. So, jetzt sollten wir uns beeilen, bevor sie kommt. Musikhaus. So, jetzt kurzer Save. So. Denn ich will euch was zeigen. Boah, guckt euch die Hütte an. Eigentlich schon friedlich, ruhig, lustig, wie auch immer. So, ich zeige euch jetzt, was passiert, wenn ihr das Falsche gemacht hättet. Ja, ihr denkt euch jetzt auch, scheiße, ein Gegner. Den muss ich battlen. Guck, und wenn ihr das Schwert zieht, passt auf. Und ihn angreift. Hör auf! Wer bist du? Was hast du in den Häusern fremder Leute zu suchen? Nicht, ich bin's, Pamela. Geh weg, vergiss alles, was du hier gesehen hast und geh weg. Ich muss sagen, als ich das damals als kleiner Junge gesehen habe, war das ziemlich verstörend. So, jetzt laden wir das Ganze nochmal, damit wir wieder drin sind. Dann müssen wir uns nicht wieder stundenlang aufhalten müssen, bis Madame wieder aus ihrem Häuschen kommt. So, diesmal müssen wir nämlich was anderes machen. Und zwar müssen wir das Lied der Befreiung spielen, um diesen Kerl zu retten. Vater? Vater! Pamela. Was habe ich die ganze Zeit über gemacht? Du hast gar nichts gemacht. Du hast einen bösen Traum gehabt. Nur einen kleinen bösen Traum. Pamela. Tja, und eine neue Maske. Du hast Gibdos Maske erhalten. Einst saß dieses abstoßende Antlitz auf dem Gesicht von Pamelas Vater. Diese Maske wirkt so echt, dass selbst ein Gibdo, ja, dich für einen der seinen hält.
So ähnlich wie diese Skelettmaske halt. So, dann wollen wir mal quatschen. Quatschen? Hallo, geht das? Nö? Okay, dann wollen wir die beiden mal allein lassen. Können wir hier nicht im Buch rumschnüffeln oder so? Hey, Leute, guck mal. Voll interessant. Kennt ihr die? Ja. Diese Pisser greifen uns immer an. Da, oder hier. Mumie. Guckt euch das an. Der Teddy. Auch in einer Mumie eingewickelt. Putzzeug und habt ihr nicht gesehen. Gut, sie hat versucht, diesen Fluch zu bannen, indem sie diese Banner aufgehangen hat. Ja, komischer Witz, aber so ist das halt. Schön und gut, jetzt haben wir diese Maske. Ja. Aber nicht nur diese Maske, wir brauchen noch etwas anderes. Etwas sehr Wichtiges. Stimmt, wir haben ja jetzt jede Menge Flaschen. Das ist sehr gut. Denn wir müssen nämlich gewisse Sachen erledigen. Und das werden wir jetzt auch als erstes machen. Bevor wir weiter eingehen in die Geschichte von Majora's Mask. Ja, wir müssen in den Dämmerwald. Ah nee, nicht Dämmerwald. Oh, Leute. Das war, glaube ich, der Dämmerwald. Da war doch, glaube ich, der Tempel, ne? Ja. Das war nicht so schlau. Hier müssen wir nicht hin. Also zumindest, brauchen wir das noch nicht. Obwohl, wir hätten es auch als... Ja, nee, ist egal. Müssen wir nicht. Genau, Sümpfe des Vergessens. Ich denke immer, dass das rechte, also der rechte Falkenkopf, dass das der Weg sei, aber ist es nicht. Und deswegen finde ich das sehr verwundernswert. Aber naja. So, ich würde sagen, wenn wir schon mal hier sind, dann holen wir auch direkt die Karte. Für den Dämmerwald und Sumpf des Vergessens. Da sowieso unser Freund Tingels sich hier aufhält. Wenn wir schon mal dabei sind. Und der gibt die hier auch noch günstiger. Also warum sollten wir da nicht zugreifen? So. Ja, ja, ist okay. Ich lese das jetzt nicht vor. Es nervt einfach nur. So. Ja, wir wollen. Halleluja! Du hast die Karte vom Dämmerwald erhalten. Yes. Gut. Ja, ja, ist okay. So, jetzt kann ich euch das auch demonstrieren. Da, wir haben die vollständige Karte. Moment, so. Gut, jetzt habt ihr euch die Karte in euch verinnert. Jetzt geht es erstmal darum, dass wir uns umsonst das blaue Elixier wiederholen müssen. Dafür brauchen wir auch wieder diese Schweinemaske. Ich würde sagen, damit das hier schneller vorangeht. Ja, nee, ich muss jetzt nicht unbedingt die Maske anlabern. Ist okay. Ging das überhaupt oder sind wir dann untergegangen? Nee, das ging. Ja, komm. Ist okay. Aber dann müssen wir erstmal wieder in den Wald und die anlabern und habt ihr nicht gesehen. Meine Güte. Obwohl, ich glaube, wir müssen die gar nicht anlabern. Ich glaube, das ging auch so. Ich hoffe es zumindest. Drück mir die Daumen. So, Schweinchen Babe Maske aufgezogen und los geht's. Ja, ja, ist okay. Hm, du mir folgen. Die Bewegung ist einfach geil von Link. Na? Und die Geräusche, die wir machen. So, hier müsste eigentlich... Ja, genau. Zack. Und wir haben eines dieser Trüffel. Nee, magischer Pilz. Ja, ist okay. Trüffel, magischer Pilz. Mir egal. Soll mir Latte sein. Yes, yes, yes. Ach ja. Das blaue Elixier. Es kommt nämlich jetzt nach diesem Part eine nervige Quest. Die muss man machen. Und ich sag's euch,
Das ist ekelhaft, diese Quest. Das ist einfach... Bleh. Tihihi, willkommen! Meine Tränke wirken gut! Ja, ich will mit dir labern. Kann ich dich nicht... Doch, kann ich, oder? Ja, mit der Hexe sprechen. Wenn ich nur ein paar von diesem duftenden Pilzen hätte. So, hier, alte Schachtel, hasse. Welch ein Bequit. Danke, dass du einen für mich gesucht hast. Ich konnte sie einfach nirgends finden. Das hat mich tatsächlich in meinen Lieferengpass gebracht. Ich kann damit etwas zubereiten. Komm später nochmal wieder. Ja. So. Wir gehen jetzt kurz raus, wieder rein, kriegen was umsonst. Also wir können uns ein Elixier umsonst aussuchen. Das tun wir natürlich. Ja, komm. Alte Schachtel. Ja, komm. Ey, ich bin... So. Ich glaube so. Was? Du willst ein blaues Elixier? Da du mir einen Pilz gebracht hast, sollst du eine Portion gratis bekommen. So. Jetzt würde ich sagen, wir fliegen jetzt nochmal zurück. Upsala. So. Nee, nicht Unruhstadt. Genau, Ikana Canyon. Ich gehe dann schon mal zur Stelle, wo wir hin müssen. Und dann würde ich sagen, beende ich diesen Part. Damit ihr wenigstens schon mal seht, aha, da müssen wir jetzt hin, bla. So, schnell die Hasenohren aufgesetzt und losgejoggt. Schneller, schneller. Ja, wir müssen hier den ganzen Weg gehen. Da kommen wir später noch zu, wo dieses Häuschen gerade war. Das hat auch was mit Herzteilen zu tun. Gut. Ja, hier müssen wir rein. Ausgetrockneter Brunnen. Aufgrund diverser Geistererscheinungen ist der Zutritt untersagt. Gut, ich würde sagen, dass hier endet der Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, euer Mr. Horror Jumper. Auf Wiedersehen!